wann wurde eigentlich das allererste Implantat gesetzt? Und noch viel wichtiger, was wurde eigentlich daraus? Herzlich willkommen zu den Dental-Quickies Zahnwissen kurz und schmerzlos. Und heute geht es um eine unglaubliche Geschichte, die mein Leben, wie ich es heute als Implantologe führe, erst möglich gemacht hat und die vor allem Millionen von Menschen das feste Kauen wieder ermöglicht hat, die es eigentlich schon verloren hatten. Es geht um die Geschichte des ersten Implantates und wie es zustande kam. Also, wer war eigentlich der Erfinder der modernen Implantologie? Und das war Per Ingvar Brannemark. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, aber ich glaube schon. Und er erforschte in den 50er Jahren die Blutzirkulation im Knochen. Und was hat er dafür benutzt? Er benutzte dafür sogenannte Titanmessgeräte. Und damals waren Tierversuche an der Ordnung, an der Tagesordnung. Und er hat dieses Titanmessgerät am Bein eines Kaninchens befestigt. Und irgendwann hat er versucht, dieses Titanmessgerät wieder zu entfernen. Und zu seiner Überraschung konnte er das gar nicht entfernen, weil das Titan war im Knochen oder am Knochen festgewachsen. Und diese Beobachtung hat ihn verblüfft. Und in den Folgejahren forschte er weiter und im Jahr 1965 war es dann soweit. Er setzte einem schwedischen Taxifahrer, und der hieß Gösta Larsson, 4 Implantate aus Titan in den Kiefer. So, und jetzt ratet mal. Macht das Video gleich mal auf Pause und ratet mal und schreibt das in die Kommentare. Was glaubt ihr, wie lange hielten diese Implantate, bis er sie verlor? Was glaubt ihr? 1 Jahr? 2 Jahre? 5 Jahre? Vielleicht 10 Jahre? Gebt mal einfach so eine Einschätzung. Wie lange hielten die? Das waren wirklich, die waren nicht industriell gefertigt. Das waren wirklich, ja, das waren die allerersten Implantate, die es überhaupt gab. Ich sag 5 Jahre. Du sagst 5 Jahre? Jawohl. Nein. Er behielt diese Implantate, und das finde ich, das ist so eine unglaubliche Story, bis zu seinem Tod im Jahr 2006. Über 40 Jahre. Alle 4. Ist nicht eins verloren gegangen. Und ja, damit war die Implantologie geboren. Ein Bereich der Zahnmedizin, die Menschen ohne Zähne wieder das Kauen und feste Zähne ermöglicht. Und an dieser Stelle möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Danke dir, Per Brannemark, für deine tolle Erfindung, die die Menschheit so bereichert hat. Für deine Pionierarbeit und alles, was daraus entstanden ist. Ja, und wenn du als Zuschauer, als YouTube-Abonnent sagst, ja, die Implantologie ist etwas Gutes für die Menschheit, dann freut sich sowohl Per als auch ich natürlich über deinen Daumen nach oben und über dein Abo. Und ich wünsche dir ganz liebe Grüße und bis bald. Euer Doc Helker.